Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest hier zu einem neuen Lotus-Video. Wir dürfen heute die neue Karte vorstellen, Und zwar handelt es sich hierbei um die Karte Twin Aue. Und hier muss ich sagen, toll. Vielen, vielen Dank an dem Ersteller dieser tollen Karte. Und zwar Twin Aue fiktiv ist ein fiktives Bauprojekt einer möglichst abwechslungsreichen, multiplayerfähigen Map in Lotus. Der Name Twin Aue stammt von Twins ab, der englischen Übersetzung für Zwillinge, da ich Vater eines solchen natürlichen Glücksfalls bin. Wie großartig ist das denn bitte? Ich selber Vater, ja, freue mich natürlich, ja, dass meine beiden Kinder gesund sind, aber diese Idee, den Namen Twin Aue halt in sowas zu verpacken, finde ich großartig. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Das ist wirklich großartig. Die ganze Karte kommt von DoberRWTal85 und hat diese natürlich schon viel, viel gepostet im Forum und hat mich jetzt gefragt gehabt, ob wir nicht mal hier eine kleine Runde mal drehen wollen, ob wir uns die Karte mal nicht anschauen möchten. Und natürlich mache ich das. Ich gucke mir die Karte sehr gerne an. Ich bin auch schon mal so über die Map geflogen und muss sagen, alter Falter. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich besser, wenn ich euch das Ganze halt einfach mal ein bisschen zeige, wenn wir jetzt hier einfach mal ein bisschen rumfahren und das Ganze so ein bisschen im Video sehen. Denn was hier so Interessantes dabei ist, das muss man natürlich einfach so ein bisschen gesehen haben. Allerdings muss ich dazu sagen, auch wenn es eine multiplayerfähige Karte ist, die zukünftig bei hier erscheinen wird, es ist das erste Mal, dass ich das lese. Und ich habe schon mich gewundert gehabt, wann kommt das denn mal, ja, dass hier sowas da drin ist. Und zwar braucht ihr, um die Karte Twin Aue spielen zu können, aktuell den DLC München Tram. Denn hier sind wohl Objekte verbaut, wo ihr dieses DLC dazu braucht. Wir werden es, wie gesagt, mal anschauen und wollen mal gucken, ob es gut ist oder ob es Verbesserungen gibt. Oder ja, das am besten könnt ihr natürlich dann hier in die Kommentare natürlich posten dementsprechend. Und wir werden natürlich gucken, dass wir das Ganze so gut wie möglich hier über die Runde bekommen. An dieser Stelle, wie gesagt, nochmal ein dickes Dankeschön an den Dominik, denn das steht auch so in dem Namen drin. Und also in den Ladebildschirm. Von daher würde ich sagen, fangen wir an. Das ist soweit das Stück, was jetzt hier aktuell drin ist. Was ich ein bisschen schade fand, aber das werde ich Ihnen jetzt nach dem Video nochmal schreiben, dass hier irgendwas mit der FIS-Datei nicht funktioniert, denn es gibt wohl schon eine FIS-Datei mit inklusive Ansagen. Diese wird aber hier irgendwie zum Lotus-Start nicht mitgeladen. Also man kann sie gar nicht erst auswählen, was ich natürlich ein bisschen schade finde. Das Ding ist, es ist nicht das erste Mal, dass das tatsächlich nicht funktioniert. Irgendwie hapert es da irgendwie so mit den Ansagen, mit den FIS-Dateien aktuell. Denn wir hatten ja Kükenhagen, da fehlte auch die kompletten Ansagen, obwohl die Ansagen angeblich vorhanden sein sollten. Es war, glaube ich, noch eine Karte gewesen, wo es eine FIS-Datei mit Ansagen geben sollte. Auch diese war nicht vorhanden. Also irgendwo scheint es da ein kleines Problem zu geben mit dem Packen, Hochladen und achso, das war die Karte von Willi. Von Willi war das, genau. Die M8, die Karte aus Berlin und da war das wohl auch schon der Fall gewesen, dass die FIS-Datei wohl irgendwie nicht wirklich möchte. Gut, ich würde mal sagen, wir quatschen schon wieder viel zu lang. Wir wollen natürlich die Karte ein bisschen sehen. Es ist natürlich nicht allzu viel vorhanden, aber das, was man so gesehen hat auf jeden Fall, das, ja, das, wie gesagt, das muss ich euch zeigen. Ein wenig unterschätzt tatsächlich. Hier geht's abschüssig. So. Es sind halt einfach diese ganz, ganz kleinen Sachen hier. Guck doch mal. Alter, mit wie viel Liebe ist das bitte? Mit wie viel Liebe ist das bitte? Das ist richtig schön, diese geschwungenen hier Stufen hier, also die Haltegriffe und alles sowas, ja. Mit diesen kleinen Blumenkästchen hier zu der Haltestelle hier. Also das ist doch am Kapellchen.
Ist ja süß. Ich werde dieses Wort wohl jetzt öfter hier gebrauchen. Also wundert euch diesbezüglich da nicht. Also, das ist ja jetzt schon großartig. Eigentlich brauchst du bloß rollen lassen. So, jetzt locker Doppel-GT reingepasst. So, okay, oder? Nee, doch nicht. Nee, hätte doch nicht reingepasst. So, hier, was sehen wir hier? Wir sehen hier aktuell einen S-Bahnhof, der hier gerade gebaut wird. Und zwar handelt es sich hierbei um Twinaue Hauptbahnhof. Wenn wir es hier schon zum Beispiel schon sehen können, ne? Twinaue Hauptbahnhof. Wir haben hier dementsprechend den Straßenbahndepot, wo wir hier, also nicht Depot, aber Wendeschleife und alles sowas, ne, wo das Ganze hier dementsprechend halt, oh ja. Aber stimmt, du kommst hier vom äußeren Gleis, kommst du nicht rüber. Okay, also du musst halt das innere Gleis nehmen, um dann hinten weiterzufahren. Wir können ja mal weiterlesen, was hier so noch drin steht. An einem ziemlich bergigen Ort, irgendwo in Lotuswelt, in der echten Welt, wäre es im Sauerland Siegerland, genauer bei in Erntebrück in Nordrhein-Westfalen, entsteht dieses Kleinod. Teils Dorfcharakter, teils Kleinstadt mit vielen Landwirtschaft drumherum. In Twinaue wird es Strecken in zwei Spurweiten geben. Auf 1435 mm und 1000 mm geht es hinauf und hinunter. Der Großteil der Map befindet sich auf ca. 500 Meter und basiert auf dem DEM-Gelände der oben beschriebenen Region. Teilweise werden Straßenzüge und Siedlungssammlungen der echten Lage auf der Karte entnommen, manchmal aber auch einfach etwas frei interpretiert. So. Das ist soweit schon mal das, was er hier auf jeden Fall schon schreibt. Auch schreibt er noch, dass das Ganze natürlich ein Projekt ist, was natürlich dementsprechend dauert. Ne? Also hier sagt er zum Beispiel, es ist viel geplant für die Zukunft dieser Strecke. Ob ich alles umsetzen kann, hängt davon ab, wie sich die Zeitfenster für dieses entspannende Hobby Kartenbau entwickelt. Die Wiese ist Arbeit und die Familie geht vor. Es findet sich nicht immer die Zeit, groß an der Map weiterzubauen. Das ist genau das Richtige, gerade natürlich mit Zwillingen. Holy shit, also das stelle ich mir, also meine beiden Kinder sind jetzt schon mega anstrengend, aber wenn du dann auch nur zwei Gleichaltrige hast, die wirklich beide dann zur gleichen Zeit Hunger haben oder was weiß ich, ja, beide zur gleichen Zeit, also ich bin davon, ich sag mal, verschont geblieben, aber zwei Kinder ist natürlich schon immer so eine heftige Sache und ich weiß, da geht Zeit flöten. Also du hast nicht mehr so diese Zeit auf jeden Fall, die du sonst immer so hattest, so ohne Kinder und so. Da hast du vielleicht deine Arbeit, deine Frau ein bisschen und dann konntest du dann am Computer machen. Nein, mit Kindern ist das komplett zu Ende. Zumal meine Urlaube auch jetzt mittlerweile ganz anders aussehen. Ja? Also wenn ich mal einen Tag am Computer kann, dann bin ich schon froh in meinem Urlaub. Aber sonst ja, kann wahrscheinlich jeder Vater mitsprechen, wie das halt ist. Ja? Und ich finde das einfach so putzig, dass er das Ganze halt so in dieser Karte so verbaut hat, Twinaue, so dieser Name. Ich habe mich ja schon in den letzten Male ja schon immer so ein bisschen so drüber aufgeregt, dass die Namen relativ einfallslos sind. Ja, aber Twinaue, also nach dem Punkt, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber wie er das dann natürlich so schreibt, ist es großartig. Also da muss ich wirklich sagen, da steckt wirklich, wirklich Idee in dem Titel schon drin. Und ja, okay, wollen wir weiterfahren hier. Wir werden allerdings nicht nach links fahren, wir werden jetzt um die Mühle rumfahren und dann wieder zurückfahren. Anders zurück, aber wir werden wieder zurückfahren. So.
passt sogar tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das hat er echt cool gemacht mit dem Platz hier. Ne? Also das ist Content von dem Addon. Von dem Tram München Addon, ne? Also wundert euch deswegen nicht. So, ich glaube, wir müssen geradeaus weiter, ne? So, was entdecken wir denn hier? Als erstes, den habe ich letzte Mal nämlich erst in dem 1000 Abonnenten Special Stream gesehen, dass es ja hier mittlerweile einen neuen Bus gibt, ne? Das ist ja ein neuer Stellhähnchenbus. Also neben den MAN haben wir jetzt hier auch noch, ich glaube, der O305 ist das, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ist auch wieder ein sehr, sehr, sehr schickes Modell. Ich habe anfangs erst gedacht, so, was ist das? Und ja, den fahre ich auf jeden Fall sehr gerne in Omsi, gerade als Schaltwagen. Macht super Laune. Und was ich hier noch sagen muss, ist, wir haben, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, hat er hier schon nämlich die Weichenstellung mit drin. Da wird es, wie jetzt über das Ibis zum Beispiel, die Weichen jetzt dementsprechend schon stellen können. Also nicht so mit der Taste G ganz normal, sondern er hat hier schon so weit fertig, dass das Ganze hier dementsprechend halt auch schon funktioniert. Also scheint das gar nicht so kompliziert zu sein. Also von daher, auch hier, ne? Also jedes kleinste Detail wird hier gerade begutachtet dementsprechend, ja. Und dann auch hier, ne, dieser kleine Vorplatz hier, den wir hier haben mit dem Rathaus hier, so wie es ausschaut, mit den ganzen Bussen, ja, das ist großartig. Wie viel Detailliebe hier drin steckt. Den kann ich mir natürlich auch vorstellen, warum das Ganze natürlich dementsprechend halt länger dauert, ne? Wenn das Ganze dementsprechend so qualitativ hochwertig schon aufgebaut wird. Ja,
Und hier endet aktuell. Und ihr seht, guckt euch das an, das Bild schon alleine, das ist großartig. So. Das wird schon alleine das Bild von der Folge. Also, hier muss man sagen, schaut euch diese Arbeit an. Also, das ist Arbeit, wo ich wirklich. Du siehst es, ja, mit wie viel Detail, mit wie viel Liebe hier dran gearbeitet wird. Das ist nicht einfach nur eine Straße, zwei Autos und dann ist fertig oder sowas, ne? Sondern. Das erreicht hier schon wirklich ein absolut neues Niveau zwecks Richtung gute Karten. Ja? Ich meine, es gibt ja nun viele Karten, nichts gegen die Karten, die wir natürlich davor schon alle hatten. Ne? Jeder hat natürlich seinen eigenen Charme. Ich teste sowieso gerne alles, weil ich bin da unvoreingenommen. Also ob da jetzt irgendwer jetzt da ein bisschen anders ist als wie normal. Jede Strecke hat seinen eigenen Charakter und jede Strecke verrät auch meistens immer den Charakter desjenigen, des Erstellers halt auch, ne? Und das ist halt, für mich ist es immer schön anzusehen, mit wie viel Liebe, mit wie viel Detail die Leute hier teilweise echt arbeiten. Also das sieht schon großartig aus. Klar, die Karte ist jetzt natürlich noch relativ leer. Man ist sehr übersichtlich halt noch, ne? Je mehr natürlich dazukommt, desto toller wird's. Aber wir sehen hier auf jeden Fall ein Stück Linie, das schon teilweise in meinen Augen schon echtes Payware-Niveau erreicht. Also, das sage ich nicht zu vielen Karten. Aber dieses hier tatsächlich, wenn das Ganze wirklich, wirklich hübsch weiter ausgebaut wird, muss ich sagen, wir haben hier DEM drinne. Die Karte ist Multiplayer-fähig. Die neue Weichensteuerung funktioniert schon und das Ganze halt verpackt in einem absolut wunderschönen Setting hier. Und natürlich der Name, der ist Ultra. Weiß ich nicht, guckt euch doch da an hier. Das ist dieser kleine Vorplatz hier vom Bahnhof. Mit wie viel Detail, mit wie viel Liebe hier schon dran gebaut wird. Also, da kann man schon ein bisschen neidisch werden, wenn man so seine eigenen Karten natürlich so ein bisschen im Hinterkopf hat, wie das gebaut wird. Das ist halt dementsprechend halt für meine Verhältnisse, denn die ich am Tag gelegt habe, schon eine schlampige Arbeit tatsächlich war. Also da muss man aber auch eingestehen, denn, ne? Auf jeden Fall finde ich, das hier ist auf jeden Fall eine super Karte und ich bin echt gespannt, wo die Reise mit Twin Owl hier auf jeden Fall hingeht. Also, wie gesagt, auch wenn es halt echt noch nicht viel zu sehen gibt, aber diese Flecke, die man hier sieht, ich glaube, das zeigt doch einfach, mit wie viel Elan, mit wie viel Spaß er auf jeden Fall an der ganzen Sache dran ist. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare posten, das würde mich mal jetzt wirklich brennend interessieren, ja. Auch schon alleine, was sagt ihr dazu, dass hier ein kostenpflichtiges Addon für benötigt wird, würde mich mal interessieren, wie steht ihr zum Beispiel zu der Sache, dass jetzt vielleicht der ein oder andere die Karte eventuell gar nicht spielen kann, weil er Tram München nicht besitzt, aber bleibt da, versucht da jetzt nicht so jetzt Kackkarte oder sowas irgendwie zu sagen, sondern versucht es halt ein bisschen höflich zu formulieren, ja. Also, das würde mich interessieren. Ich habe schon lange, lange, lange drauf gewartet, wann die erste Strecke rauskommt, wo halt dieser DLC benötigt wird tatsächlich. Aktuell ist jetzt alles ganz normal und sowas. Von daher würde mich das mal brennend halt interessieren, also was ihr dazu sagt. Wir werden euch natürlich, also diese Karte kommt bei mir, steht relativ weit oben in meiner Rangliste. Ich habe natürlich eine eigene persönliche Rangliste, natürlich habe ich auch noch, ja, also relativ weit oben. Ich werde sie auf jeden Fall, werde ich mir sie anschauen. Ich werde, sobald ein neues Update ankommt, werde ich sie mir angucken, definitiv. Und werden wir dahin nochmal ein neues Video dazu machen. Und das lasse ich mich nicht nehmen. Also diese Karte, Twin Hour, setzt in meinen Augen absolut neue Maßstäbe, wenn es jetzt um Freeware-Karten geht. Also, ja, dann war es das eigentlich von meiner Seite hier, von dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, Twin Owl hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich finde den Namen immer noch großartig. Also, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall, lasst Kommentar da.
Schreibt's einfach unten rein, was euch jetzt gerade dazu einfällt. Und lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und sonst sehen wir uns hoffentlich zu einem neuen Lotus-Video hier auf diesem Kanal wieder. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, drückt einfach auf den Abonnier-Button. Dann ist alles gut. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wieder neue Videos von Lotus Online gehen. Damit verabschiede ich mich hier. Sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss. Und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.